So, dann geht's jetzt gleich weiter mit dem lieben Matthias von Krogengold. Und der hat eine sehr steile These. Und zwar hat er das Rezept, wie die Stadtwerke es in die Zukunft schaffen und innovativ werden. Matthias. So, unmute. Genau. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf, euch ein bisschen was zum Thema agiler Innovation und vielleicht, wie man sozusagen Leitstern, Nordstern findet, in genau diese Richtung, wie man innovativer wird. Von daher war das eigentlich die perfekte Einleitung jetzt gerade soweit, weil jetzt wisst ihr alle Bescheid, wie agil funktioniert. Jetzt muss ich nur noch den Innovationsteil dranhängen. Das ist perfekt. Dann kann ich das drauf aufbauen, als ob ihr es geahnt hättet. Ne? Genau. Viel Spaß. Sehr schön. Dankeschön. Ich setze mich mal ein bisschen mehr. Sieht man mich ein bisschen besser? So. Ja, wie gesagt, ich möchte kurz was zum Thema Scrum erzählen. Das ist ein Framework für agile Innovation, das wir entwickelt haben und was, glaube ich, sowohl dem Großunternehmen Uniper, mit dem wir daran gearbeitet haben, als auch dem Einzelgründer hilft, seine Innovation zu sortieren und da die Stadtwerke ja dazwischen irgendwo sind, passt das, glaube ich, auch ganz gut. Also von daher wollen wir da mal einsteigen. Vielleicht, wo kommen wir her? Wer sind wir? Was machen wir? Wir sind Grubengold. Wir sind ein Studio für nachhaltige Innovation. Das heißt, wir fokussieren darauf, Leuten zu helfen, Unternehmen zu helfen, ihre Ideen auf die Welt zu bekommen, um damit die Welt glücklicher zu machen. Das ist so ein bisschen der Anspruch. Wir sind inzwischen 18, wir sind von einem guten Jahr ungefähr in dem Setup gestartet, sind zwischen 18 Leute, die da mitarbeiten. Genau, und wie man unten rechts sieht, ist uns halt dieses Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das heißt nicht, dass wir nur quasi Öko-Innovation machen, sondern ich glaube, das Charmante oder das Besondere ist halt, wenn ich eine Innovation starte, ein neues Produkt auflege, eine neue Produktlinie, eine neue Geschäftseinheit aufsetze, dann kann ich sie halt direkt nachhaltig machen. Das ist ein bisschen wie Neubau versus Renovieren. Wenn ich ein Haus neu baue, ist es viel einfacher, das irgendwie ökologisch nachhaltig sinnvoll zu machen. Und das sollte man bei Produkten und bei Innovationen auch immer im Blick haben. Das ist ein bisschen das, was wir mitbringen. Aber klar mit dem Fokus, die Innovation muss sich natürlich auch rechnen und wirtschaftlich sinnvoll sein und das Unternehmen voranbringen und zur Strategie passen. Genau, das vielleicht so ein bisschen zu dem, wer wir sind und wo wir herkommen. Man sieht das Bällebad, also wir sind so ein bisschen auch immer so, vielleicht ein bisschen anderen Ansatz als der klassische Weg, obwohl wir sehr viel Energiewirtschaft Hintergrund haben. Also ich habe 12 Jahre bei Innogy und RWE gearbeitet, die letzten 5 Jahre dort das Thema Innovation im Vertrieb verantwortet. Also von daher schon in Energiewirtschaft tief in den Adern, aber ein bisschen anders unterwegs. Genau, das ist ein bisschen die Werbefolie. Also wir arbeiten halt mit Unternehmen aus der Energiewirtschaft zusammen, aber auch mit diversen anderen. Genau, und von groß bis ganz klein ist eigentlich alles dabei gewesen. Das ist das, warum wir das machen, weil wir glauben, dass die Welt ja sich ändern muss. Da sind ganz viele Herausforderungen draußen, da von Corona über wie reden Leute miteinander, über die gesellschaftliche Entwicklung bis zum Klimawandel ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und Innovation kann helfen, das Ganze besser zu machen. Deswegen sind wir da und damit wollen wir dann auch helfen. Und damit steigen wir jetzt sozusagen auch direkt mal in Scrum ein. Also das ist eigentlich das typische Bild, was wir ganz oft bei unseren Kunden oder auch bei Teams und Leuten mitkriegen, die mit Innovation starten. Da gibt es irgendwie den oder die CEO oder die Geschäftsführerin, die sagt, so, jetzt müssen wir unbedingt Innovation machen. Das ist so das Bild oben links. Und die sagt, jetzt machen wir mal. Dann läuft irgendeine Truppe, die ein bisschen freigestellt ist, mehr oder weniger, die mehr oder weniger Budget hat, los. Was die eigentlich meistens gemeinsam haben, ist, dass die erstmal anfangen und erstmal loslegen, was auch erstmal gut ist, damit sie ins Tun kommen. Aber wo die Organisation, also sozusagen das Stadtwerk oder das Unternehmen eigentlich gar nicht so ein Gefühl hat, wie steuere ich denn so eine Innovation? Weil das ist ja was ganz Neues und man möchte als Organisation oder als Stadtwerk nicht zu doll steuern, man will aber auch nicht zu wenig steuern. Aber eigentlich steuert im Endeffekt das Unternehmen dann am Ende gar nicht so wirklich. Und das ist ein großes Problem, weil irgendwann, ich meine, Stadtwerk wie jedes andere Unternehmen auch, muss ja irgendwie Geld verdienen, kommt dann die Frage, okay, es läuft dieses Innovationsteam schon so und so lange, die haben schon das Budget verbraucht, kommt denn da überhaupt was raus? Das ist das Bild unten links und was führt dann dazu,
dass in der Regel dann gehört, okay, jetzt aber muss ganz schnell aus der Innovation, aus dem neuen Produkt irgendwie Ergebnisse kommen. Und das sorgt dann dafür, dass der Innovation zu doll wieder die Handschellen angelegt werden. Also eigentlich ist das so ein Dilemma, dass Innovation am Anfang zu wenig und am Ende zu viel gesteuert wird. Ist gerade meine Präsentation verschwunden? Da ist sie wieder. Perfekt. Gut. Und das wollen wir angehen. Also dieses Steuern-Messbarkeitsthema, aber auch dieses ganze Thema Intransparenz. Also wenn man irgendwie so ein Team aufsetzt, was jetzt irgendwie da agil, innovativ unterwegs ist, dann ist es von außen oft total schwer nachzuvollziehen, was machen die denn da? Weil die haben ja in der Regel dann wahrscheinlich keinen klassischen Projektplan. Das andere, wenn man in diesem Team drin steckt und sich mit den operativen Fragen von Datenschutz über Kundenbedürfnisse bis hin zur Produktgestaltung im Detail auseinandersetzt, dann verliert man auch so den großen Fokus, warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich glaube, klassische oder größere und Organisationen wie so ein Stadtwerk, aber auch wie so ein Konzern auf der anderen Seite, die haben eigentlich einen riesen Vorteil. Die sind richtig gut darin, Sachen zu standardisieren. Das ist aber was bei Innovation vielleicht im ersten Blick nicht so offensichtlich ist, was dazu führt, dass sie diesen Vorteil, diese Stärke, die sie dann zum Beispiel jedes Callcenter von jedem Stadtwerk hat, irgendwelche Standards, wie Netze weiterentwickelt werden, da gibt es Standards für, also für alles gibt es Standards, kann man nicht diesen Vorteil, diese Stärke, die man hat, kann man die nicht irgendwie im Innovationsbereich anwenden, das ist irgendwie noch so eine Baustelle. Und der letzte Block, das ist so ein Ding, ist das Thema Dokumentation. Das ist so ja so das Stiefkind in der Regel in so einem Projekt. Und was eigentlich sehr schade ist, weil dann halt oft das Rad neu erfunden werden muss, weil irgendwie das nicht wirklich das Gelernte dokumentiert wird. Also das sind so 5 Baustellen, die wir identifiziert haben, die eigentlich in jedem Innovationsprozess, egal ob groß oder klein, irgendwie auftauchen. Und die wollen wir angehen. Und unser Ansatz dafür ist Scrum. Scrum ist bewusst angelehnt an Scrum, also quasi an das agile Framework, was aus der Softwareentwicklung kommt. Und wir haben einfach nur ein bisschen gedreht und deswegen erst I statt dem U und Scrum ist quasi unser agiles Framework. Was super ist, ist, dass ihr gerade alle erklärt bekommen habt von meinen Vorrednern, wie der agile Prozess funktioniert. Also von daher ist es eigentlich was, da brauche ich gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Ich würde auf eine besondere oder eine Interpretation, die wir dazu haben, was unseres Erachtens dafür sorgt, dass es im Umfeld von Softwareentwicklung super funktioniert, aber ein Problem im Innovationsumfeld darstellt. Und zwar ist das dieses, die Kernidee ist ja, ich habe das Backlog hier links, also ich habe irgendwie eine Liste von Anforderungen, die der Product Owner, also derjenige, der die Produktvision hat, an das Produkt stellt. Und dann hat das Team die in Eigenverantwortung die Sprint, 2 bis 4 Wochen in der Regel Zeit, das einzubauen. Und für den Product Owner ist es am Ende, schaut er sich sozusagen das sogenannte Sprint-Inkrement an, also quasi das, was nach dem Sprint die Software kann. Also ich mal konkret zu machen, der Product Owner sagt, okay, wir brauchen unbedingt eine neue Login-Funktion, die soll so und so aussehen. Das Development-Team baut die dann ein und am Ende kann der Product Owner gucken, kann meine Software jetzt Login oder nicht. Also das ist wunderbar messbar und deswegen, weil das so schön messbar ist und so konkret, kann ich dem Team so viel Freiheitsgrade lassen, dass sie sich komplett selbst organisieren, weil ich sehr gut rausfinden kann, ob das gut gelaufen ist in den letzten 2 bis 4 Wochen oder nicht. Die spannende Frage, die sich einem stellt, ist, was bedeutet das im Innovationsumfeld? Weil im Innovationsumfeld habe ich ja vielleicht vorher gar nicht so den klaren Plan, was das jetzt am Ende soll. Weil ich will ja, weiß ja vielleicht nicht irgendwie, lass uns was mit LoRaWAN machen. Oder wir haben hier irgendwie eine schwächelnde Bädersparte. Lass uns überlegen, wie wir die innovativ in unser Angebot integrieren können, dass wir nachhaltig damit wieder mehr Geld verdienen. Das sind ja sehr offene Fragestellungen, sodass gar nicht so sehr klar ist, woran mache ich denn fest, ob die Fortschritt gemacht haben oder nicht. Und wenn ich diese klare Richtung nicht habe, dann kann ich halt auch nicht wirklich die Selbstorganisation im Team nutzen, weil dann wissen die halt nicht, wohin. Also die spannende Frage ist, was ist eigentlich das, was nach so einer Phase rauskommt? Und dafür ist es spannend, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist denn überhaupt eine Innovation? Innovation ist eigentlich eine Option auf ein zukünftiges Geschäft. Das heißt, wenn ich heute mich mit einer Innovation beschäftige, nehmen wir das Beispiel mit der Bädersparte, wenn ich heute mich damit beschäftige, wie kann ich meine Bädersparte weiterentwickeln und irgendwie in mein Energieangebot integrieren, dass das nachhaltig, ein nachhaltig besseres Geschäft entwickelt. Wenn ich mich heute damit beschäftige, kann ich das morgen tun und damit morgen Geld verdienen. Das ist hier eine Option, und ich entwickle eine Option auf diese zukünftige Aktion, auf dieses zukünftige Geschäft.
Und eine Option, das kommt aus der Finanzmathematik, hat eigentlich zwei Treiber. Der eine ist, was ist denn das Underlying-Wert? Also was ist quasi das Geschäftsmodell oder das Produktwert? Und auf der anderen Seite, wie sicher bin ich mir denn, dass das klappt? Und links ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo ein gutes Innovationsteam angreift. Die sagen nämlich, was wir machen, ist, wir holen jetzt die Unsicherheit aus dieser Option. Das heißt, wir finden genau raus, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Und am Ende ist die Unsicherheit raus und ich kann mich voll diesem neuen Geschäft widmen. Also ist für uns sozusagen das Fortschrittsmaß von einem Innovationsteam validiertes Lernen. Das heißt quasi, ein gutes Innovationsteam lernt. Ein gutes Innovationsteam lernt, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Organisation über dieses neue Themenfeld. Und das ist genau das, was wir organisieren wollen. Und jetzt kommen wir zu dem agilen Prozessbild. Die Vorredner hatten schon den Lean Startup Prozess da drin, haben die nicht so benannt, aber sozusagen das haben sie schon gezeigt und so ähnlich, das haben wir ein bisschen erweitert. Also wir fangen hier oben an mit dem Block, wo wir sagen, man fängt immer irgendwo mit einer Idee oder einem Konzept an. Also man hat immer irgendeine Sache. Also es kann eine Idee von einem Mitarbeiter, vom Geschäftsführer sein, das kann irgendwie ein Produkt sein, was es schon gibt, was schon live ist. Also an irgendeiner Stelle starte ich ja schon. Und dann kann ich immer mir die Fragen stellen, die mir in den Kopf kommen. Will das der Kunde haben? Darf ich das rechtlich? Geht das technisch? Wie funktioniert das organisatorisch? Ganz, ganz viele Fragen. Und diese Fragen würde ich, und das ist jetzt unser Vorschlag, explizit aufschreiben. Das heißt, ich gehe hin und nehme mir zu meiner Innovationsidee und schreibe mal explizit die Fragen und Hypothesen runter. Auf der Grundlage kann ich dann nämlich losziehen und die beantworten. Das ist die nächste Aktivität. Ich gehe hin und nehme diese führe Analysen durch, mache Kundeninterviews, mache Tests, alles Mögliche, um meine Fragen zu beantworten. Daraus kommen dann Erkenntnisse, die ich dann wieder sozusagen sauber dokumentiere, weil dieses validierte Lernen, das ist die blaue Ebene, ist ja das, was wir vor allem tun wollen. Und auf Grundlage der Erkenntnisse, ich darf das nicht, mache ich den nächsten Schritt und passe mein Konzept an, entwickle es weiter, baue es weiter, komme langsam in die Umsetzung. Aber immer nach jedem Schritt bin ich wieder im nächsten Schritt bei meinen Fragen. Und das organisieren wir ganz konkret in einem sogenannten Backlog. Ich zeige direkt mal, wie das sozusagen bei uns im Tool aussieht. Also wir haben quasi wir nutzen Trello, aber das ist Tool-unabhängig. Das funktioniert auch mit Teams, das funktioniert mit Jira, das ist eigentlich egal. Wir differenzieren auf der einen Seite, das ist die linken beiden Spalten, mit einem Haufen Fragen, die wir uns so stellen. Also quasi Fragen rund um das ganze Thema. Guck mal, ob ich hier reinzoomen kann. Oh ja, das funktioniert. Also als Beispiel, wie sehen die steuerlichen Aspekte von dieser Idee aus? Das ist jetzt ein Kundenprojekt, was wir hatten. Das haben wir natürlich so gemacht, dass man keine geheimen Sachen sieht. Deswegen ist es ein bisschen abstrakt. Aber eine Frage, die sich gestellt hat, ist, was ist die steuerliche Dimension? Eine andere Frage, die wir hier schon beantwortet haben, ist, die Zielgruppe sind Menschen, die besonders die und die Eigenschaften haben. So, das Erste, was ich mache, ich sammle meine Fragen. Wir organisieren die in so einem Backlog, in so einer Icebox, und die Fragen hier rechts sind so ein bisschen die, auf die wir uns fokussieren wollen. Und dann als Team überlege ich mir, was tue ich denn, und plane meine Aktivitäten und sage, okay, um die steuerlichen Aspekte zu klären, muss ich mit dem Steuerberater reden oder muss ich mit der Rechtsabteilung reden. Also quasi überlege mir die Aktivitäten, die ich als Team durchführen muss, um wiederum diese Fragen zu beantworten. Das heißt, die Fragen und diese zu gewinnenden Erkenntnisse, das ist eigentlich mein Nordstern, nach dem ich mich ausrichte. Und das ist auch das, nachdem ich sozusagen das Innovationsteam führe, weil ich dann als Führungskraft von außen nicht mehr frage, was habt ihr letzte Woche gemacht? Und dann sagen wir, haben mit dem Steuerberater geredet, was vielleicht unspannend ist, sondern ich rede mit denen darüber, was wolltet ihr lernen, was habt ihr gelernt? Ja, wir haben geklärt, dass es steuerlich in Ordnung ist. Das ist total spannend. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Ebene, wo wir sagen, warum es so spannend ist und so wichtig ist, dieses die Erkenntnis und diese Fragen und Erkenntnisse, diese Lernebene hier rauszuziehen und dann quasi auf der anderen Seite die Aktivitäten davon zu trennen. Und das Ganze organisieren wir sozusagen im Rahmen von einem agilen Prozess. Das heißt quasi, wir haben genauso wie jetzt gerade auch in dem Vortrag vorher, also wir haben quasi einen Planungstermin, da überlegen wir uns, was wir in der nächsten Phase tun wollen. Das organisieren wir in diesem Aktivitätenboard. Dann läuft der Sprint. Wir haben vielleicht tägliche kurze Check-ins, vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen vom Team abhängig. Dann mache ich das ein Review. Und dann schalte ich aber, bevor ich meine nächste Phase wieder plane, dieses Lernmeeting dazwischen, wo ich mir die Frage stelle, okay, wenn ich das und das gemacht habe, ich habe mit Steuerberater geredet, was habe ich gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass wir beim Produkt die und die steuerlichen Aspekte berücksichtigen müssen. Das dokumentiere ich in meinem Lernboard. Und daraus ergibt sich vielleicht,
dass ich im nächsten Schritt jetzt mit dem Kunden sprechen muss, weil ich eine neue Frage habe, akzeptiert der Kunde eine längere Laufzeit, weil der Steuerberater vielleicht gesagt hat, ihr müsst eine längere Laufzeit einbauen. Daraus ergeben sich ja neue Fragen, die nehme ich dann wieder als Aktion mit, als Aktivität und bin dann sozusagen so in meinem Prozess. Und das Ganze strukturiert mir mein Projekt und eigentlich ist die Kernidee, ich strukturiere mein Projekt und richte mein Projekt nach den zu klärenden Fragen aus. Und das entwickelt eine unglaubliche spannende Dynamik, weil das quasi sozusagen klar die Richtung vorgibt und gleichzeitig so eine inhaltliche Dimension da reinbringt, die klassisches Projektmanagement unseres Erachtens nie schafft. Das klingt jetzt nach ganz vielen Terminen. Ganz konkret, wie machen wir das in Kundenprojekten zum Beispiel, ist, dass wir das in einem gemeinsamen Termin, in so einem 2-Stunden-Termin, in der Regel alle 2-3 Wochen irgendwie abgefrühstückt kriegen, also wo wir dann alle 3 Tagesordnungspunkte, also quasi zurückgucken, lernen, nach vorne gucken, in einem Termin durchführen. Das ist quasi sozusagen mal der Kern, sozusagen, was das für ein Prozesswahl bedeutet. Und das Charmante, das habe ich hier oben gerade ein bisschen übersprungen, ist, hier oben haben wir sozusagen dieses Aktivitätenboard. Und dieses Aktivitätenboard speist sich aus einem ISA-Speicher. Und der ISA-Speicher ist jetzt sozusagen so ein bisschen das Salz in der Suppe, weil nämlich in der Sekunde, wo ich anfange, die konkrete Frage von der Aktivität Kundeninterviews führen, zu trennen, habe ich einen Riesenscham, dass ich anfangen kann zu standardisieren. Weil dann fällt einem nämlich ziemlich schnell auf, warte mal, das Thema Tiefeninterviews machen wir immer wieder. Wir reden immer wieder mit unseren Kunden. Oder wir haben immer mal wieder einen Datenschutzcheck oder wir haben immer mal wieder die und die Aktivität. Und wenn ich etwas öfter habe, dann kann ich es standardisieren. Und was wir gemacht haben für uns und was wir auch mit unseren Kunden für die jeweils individuell entwickeln, ist, dass wir solche ISA-Listen bauen, also wo wir quasi mit dem Kunden gemeinsam so einen Werkzeugkasten bauen. Und da ist dann genau drin beschrieben, wie zum Beispiel in diesem Fall jetzt das Beispiel Tiefeninterviews funktioniert. Da ist dann beschrieben, was man dafür tut, wann es gut gelaufen ist, aber auch vor allem so organisatorische Sachen, wie lange dauert das, hier ist die Checkliste, achtet auf die und die Sachen, hier ist die Vorlage. Und das ist was, was, glaube ich, einen riesen Effizienzgewinn erzeugt, weil ich dann quasi als Organisation immer wieder in dieselbe Standardkiste greife und dadurch natürlich sehr, sehr schnell meinen Prozess nach vorne kriege. Also das, der erste Aspekt ist vom Lernen leiten lassen und von den Fragen leiten lassen. Der zweite Aspekt ist dann da drin halt, was automatisch daraus fällt, ist dieses Thema Standardisieren von den Aktivitäten. Genau. Standard und Innovation ist halt so eine Sache, wie passt das denn zusammen? Ich glaube, ganz wichtig ist, und da finde ich dieses Beispiel aus dem Football ganz schön, Football ist ein total spannender Sport aus dem Gedankengang, dass quasi eigentlich das ein sehr strukturiertes, standardisierter Ansatz ist. Also das ist quasi, es gibt sehr viel eingebaute Spielzüge, sind sehr strategisch, sehr viele Leute auf dem Feld, die irgendwie in einer gewissen Art und Weise irgendwie ihre Laufmuster abspielen. Allerdings in dem Moment natürlich unglaublich agil ist, weil in der Sekunde, wo vor dem Läufer irgendwie ein 2,5 Meter Verteidiger sich aufbaut, der sich nicht nur noch an sein Laufmuster erinnert, sondern natürlich auch agil entscheidet, nee, warte mal, an dem komme ich nur linksrum vorbei. Also diese Mischung aus Standardisierung und Freistil ist, glaube ich, was guten Innovationsprozess auszeichnet. Genau. Dann haben wir sozusagen ähnlich wie bei dem Scrum-Setup auch Rollen definiert. Also wir haben klar gesagt, es muss einen Innovation Owner geben. Das ist derjenige, der quasi im Team sitzt und die Vision, das ist der inhaltlich, das letzte Wort hat, der die Vision, die inhaltliche Ausgestaltung definiert. Dann habe ich ein Team, was mitarbeitet. Dann habe ich einen Scrum Master oder eine Scrum Masterin, die das ganze Team organisiert. Und das trennen wir. Und deswegen gibt es nicht den klassischen Projektleiter. Wir trennen die beiden Rollen auf der einen Seite inhaltlich verantwortlich und auf der anderen Seite methodisch verantwortlich. Dann die letzte Sache ist das Thema der Bias Buster. Das ist so ein bisschen die Rolle desjenigen, der die Verantwortung dafür trägt, das Ganze, der trägt die Verantwortung dafür, den Advokat des Teufels zu spielen, wenn irgendwas, das ist es wirklich akzeptabel, ist es wirklich angenommen, genau. Und der letzte Punkt ist quasi die Stakeholder natürlich, die man auch berücksichtigen muss. So. Letzte inhaltliche Folie und dann bin ich auch sozusagen durch, ist das Thema, dass wir uns überlegt haben, in welchen Feldern ist man unterwegs. Also das ist das ganze Thema rund um das Thema Kunde. Da gibt es ganz viele Fragen, die man beantworten muss, rund um das Thema Produkt, rund um das Thema Markt und Vermarktung, Finanzen und Impact. Das sind die Felder, wo man immer viele Fragen findet. Genau, ich habe ja schon gesagt, Scrum ist in diversen
Kombination im Einsatz. Und damit bin ich jetzt sozusagen auch schon am Ende. Super. Danke dir, Matthias. Gibt es Fragen? Ja, ich habe zumindest Fragen. Im Chat ist noch nicht so viel passiert, aber der ist manchmal ein bisschen zeitverzögert. Wie startet man denn so ein Scrum-Projekt dann? Oder wie startet ihr mit einem Kunden ein Scrum-Projekt? Haben die wirklich, also kommen die mit einem Problem zu euch und sagen, hier, ich habe diese Herausforderung, das Problem zu lösen? Oder wie macht ihr das? Ja, also sowohl als auch. Es gibt sozusagen von, also ein typisches Projekt, was wir begleitet haben, es war vielleicht mal nicht ein Energiebeispiel, das war einer Bank, da hat, die hatten halt eine konkrete Produktidee, da gab es auch schon so ein Grobkonzept und da fehlte zum Beispiel noch komplett die Validierung der Kundenseite und die Ausgestaltung. Und dann sind wir halt sozusagen eingestiegen und klassisch fangen wir an, dass wir halt, ja, Rollen besprechen, das Ziel besprechen, irgendwie so ein bisschen so eine organisatorische Planung machen und dann aber natürlich erstmal das Thema verstehen. Und eigentlich sozusagen schon beim ersten Mal, wo man sich ein Thema nimmt, und das Schöne ist, es funktioniert halt egal an welcher Stelle. Also es kann schon sein, dass das schon ein Live-Produkt ist, was schon läuft, oder noch ein ganz früh im Prozess eine Innovationsidee ist. Egal an welcher Stelle man einsteigt, den ersten Schritt mal zu sagen, okay, welche Fragen kommen einem denn in Sinn, wenn ich mir das so wie heute, wie es hier steht, angucke, den kann man immer machen. Und dann habe ich auch sofort den Prozess nach vorne, klar, weil die Fragen würde ich mir dann sozusagen priorisieren und dann in die Beantwortung kriegen. Also das ist, also eigentlich ist das Charmante, das, aber der erste Schritt ist immer Status quo verstehen oder Ziel verstehen oder Fragestellung verstehen und dann die damit verbundenen Fragen irgendwie, ja, sich mal vorzunehmen. Ja, und jetzt sind wir relativ schnell über die letzte Folie drüber gegangen, aber ihr habt ja schon einige Erfahrungen gemacht. Ich hole das nochmal eben. Genau. Was sind denn eure Erfahrungen so oder Learnings? Weil ich weiß ja selbst auch, bis man das alles kapiert hat, wie das in Scrum läuft oder wie Design Thinking abläuft, ist ja nicht so nebenbei gemacht. Gibt es da auch inhaltliche Schulung? Oder also ihr seid, wenn ich es richtig verstehe, so eine Mischung aus Sparringspartner und Scrum-Coaches? Genau, wir machen beides. Ne? Also wir setzen Projekte komplett autark für Kunden um. Das haben wir zum Beispiel jetzt für ePrimo. Haben wir ein Thema, das ist sozusagen, da gibt es dann von ePrimo eher die Stakeholder-Rollen und wir machen tatsächlich den Rest. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch einfach mit. Wir stellen auch manchmal nur den Scrum-Master, die Scrum-Masterin oder wir machen so Mischformen. Also was eigentlich normalerweise die Rolle des Innovation-Owners, die ist in der Regel vom Kunden, also dass der sozusagen inhaltlich die Richtung vorgibt, aber dann hängt es sehr vom Kunden ab, wie viel ja, Mitarbeit, die dann auch brauchen. Also ich würde sagen, das ist ganz wichtig, deswegen nennen wir uns auch nicht selbst nicht so gern Berater, weil wir uns die Hände schmutzig machen eigentlich immer. Das ist uns immer wichtig. Also das Beispiel mit der Bank, da sind wir dann gemeinsam, weil da kamen wir dann drauf, wir müssten irgendwie mit Familien reden und dann sind wir mit den Kollegen von der Bank gemeinsam auf dem Spielplatz, weil wir suchten halt Familien aus nicht so den besten Einkommensklassen, um es so zu formulieren. Und da sind wir auf dem Spielplatz in Bochumer Norden, der nicht so ein schönes Einzugsgebiet hat und haben da einfach an der Schaukel die Leute, die Familien interviewt, wie sie denn zu so Eigenheim und sowas stehen, weil darum ging es quasi an der Stelle. Und das war ganz spannend. Meinen kleinen Sohn mitgenommen, damit das nicht ganz so creepy aussieht, wenn da zwei Männer über den Spielplatz schleichen, aber das waren super spannende Erkenntnisse und danach haben wir das Produkt wirklich signifikant anpassen müssen, weil wir da wirklich Erkenntnisse gewonnen haben, die halt gar nicht zum ursprünglichen Setup passten. Also da haben die Kunden gesagt, ja, so kann ich mir das aber nicht vorstellen. Und das ist halt mega spannend. Ja, also deswegen, wir machen beides. Und wir helfen sowohl beim Moderieren, wir haben natürlich auch so eine Trainingseinheit. Das Scrum Framework kann man aber auch ohne uns einsetzen. Also wir haben auf unserer Webseite, die heute allerdings leider ein paar Probleme hat, aber eigentlich auf unserer Webseite überlastet. Ja, bestimmt überlastet, ich weiß noch nicht. Nee, das ist irgendein WordPress-Update. Genau, also sozusagen haben wir einen Blogartikel, wo das genau beschrieben ist. Also wir können sowohl auch einfach nur kurze Intro geben, vorstellen, wie es funktioniert, dann kann das auch jemand nutzen, weil wie gesagt, die Kernidee ist eigentlich, und das ist eigentlich das Plädoyer des Ganzen, ist, lass dich von deinen Fragen leiten. Also egal in welchem Projekt, und das funktioniert sowohl bei der Produktentwicklung, es funktioniert aber auch, wenn ich eine Prozessinnovation machen möchte und sage, ich möchte die Innovation in meinen heute linksrum auf dem Prozess, morgen andersrum machen, auch dann kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, was kommen mir denn für Fragen in Sinn, wenn ich das tun möchte? Und die sammle ich, die priorisiere ich und dann kriege ich die irgendwie strukturiert in die Abarbeitung. Und nicht sofort ins Tun springen, sondern einmal sich
nach auf dieser Fragenebene regelmäßig zu bewegen. Das ist, glaube ich, so die Kernidee. Und das funktioniert immer. Also das ist halt, und dafür braucht man uns ehrlicherweise auch nicht immer. Also auch wenn wir natürlich gerne mithelfen. Und an welchem Punkt seid ihr auf die Idee gekommen, ihr müsst jetzt ein eigenes Framework bauen? Oder es gibt ja einen ordentlichen Baukasten schon, den man. Genau, also sozusagen, also es gibt auch sehr gute Strukturen. Also es gibt auf der einen Seite sehr, sehr, sehr konkrete. Also sozusagen, es gibt auch da irgendwie Dark Horse Innovation als Beispiel, die haben einen sehr konkreten, wie entwickle ich digitale Produkte. Also es gibt sehr konkrete Frameworks, wo wir oft gemerkt haben, so, da kommt man irgendwann an so eine, also entweder man folgt dem ganz genau oder, und das andere ist halt sozusagen so sehr abstrakte, sowas wie, man muss Lean Startup, man muss irgendwie sich irgendwie an Lernen ausrichten, was ja hier auch ganz viel mit drin steckt, oder sowas wie Scrum, wo wir das Gefühl hatten, okay, aber da grundsätzlich halten wir so einen agilen Prozess für sinnvoll und nutzen wir auch, aber da fehlt uns irgendwie so dieses Thema Messbarkeit und das haben wir halt einfach bei uns in zu vielen Projekten gesehen, dieses, okay, die Organisation drumherum tut sich total schwer mit diesem ja irgendwie anders tickenden Innovationsteam umzugehen. Und deswegen schicken die auch nach Berlin oder in Silicon Valley oder irgendwo anders hin. Aber diese Schnittstelle ist eigentlich total spannend. Und diese Schnittstelle entscheidet sich auch, ob die Innovation erfolgreich ist oder nicht. Und deswegen waren wir auf der Suche nach Ansätzen, wie du diese Schnittstelle besser gestalten kannst. Und mit dieser Begrifflichkeit des Lernens und diesen Lernitems erzeuge ich halt aus dem Innovationsteam heraus direkt für die Organisation Wert. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden spreche und Interviews führe zum Beispiel oder irgendwas anderes recherchiere oder lerne, und das als Lernergebnis, Erkenntnis irgendwie explizit machen kann, dann kann ja zum Beispiel der klassische Vertrieb, der Strom und Gas verkauft, kann ja diese Kundenerkenntnis auch nutzen. Also dann ist es nicht nur, das heißt sozusagen, und das hilft, glaube ich, diese Schnittstelle. Und so kamen wir halt drauf, dass wir gesagt haben, okay, diese Schnittstelle, da müssen wir irgendwas finden und wir glauben, dass dieses, so strukturieren wir einen Innovationsprozess, hilft, diese Schnittstelle zu ölen. Also. Wenn sich jetzt ein Stadtwerk entscheidet, die würden gerne so ein Scrim-Projekt machen mit euch oder anfangen, das zu lernen, was müssen sie tun? Also ich würde erstmal den Blogartikel lesen, dann vielleicht mal mit uns mal ein, zwei Telefonate führen, sich mal ein bisschen vielleicht noch tiefer erklären lassen, wie das geht und dann, wie gesagt, entweder wir begleiten das, aber das ist halt eher, genau, also wir können das Framework begleiten, also wir begleiten das Stadtwerk sehr gerne, sehr strukturiert und helfen, bringt vielleicht auch nochmal so ein paar praktische Ideen mit, wie führe ich Kundeninterviews, wie mache ich all das? Halt, wie gesagt, helfen einfach nur beim Loslaufen und dann braucht man, glaube ich, aber im Stadtwerk vor allem halt einen, der für das Thema brennt und einen, der diese methodische Sicht hat. Das kann auch dieselbe Person sein, das sind zwei Rollen, das muss nicht zwei Menschen sein, es kann auch ein Mensch sein, aber muss irgendwo diese beiden Rollen ordentlich verankern. Und man muss halt dran glauben, dass ein Wert im Lernen steckt. Ne? Also ich glaube, das ist das Wichtige. Cool. Danke dir, Matthias. Ich habe noch zwei Fragen aus dem Chat. Einmal ISA steht für, aber ich weiß jetzt gar nicht, was ISA ist. Achso, ja, ISA, das ist die Innovationsstandardaktivität. Das ist unser ganz sperriges Wort für diese standardisierten Innovationsbausteine. Und wie gesagt, wir sind jetzt ungefähr bei 40 verschiedenen, die wir für uns entwickelt haben, wo wir dann wirklich einen Baukasten haben, was es dann aber auch sehr leicht macht, zum Beispiel einen Kollegen, der vorher noch nie dieses Thema gemacht hat, oder der nicht in dem Projekt ist, zu sagen, guck mal, kannst du bitte in das Projekt kommen und du musst jetzt bitte einmal Tiefeninterviews führen nach dieser Checkliste, dann ist das verhältnismäßig einfach, auch andere Leute wieder zu integrieren. Super. Danke dir, Matthias. Ist bestimmt cool. Wir waren ja auch schon mal bei euch da. Sah sehr innovativ aus, nicht nur wegen dem Bällebad. Ja. Bist du noch ein bisschen bei der Veranstaltung und ansprechbar? Ja, auf jeden Fall. Ja. Bestimmt. Super, dann danke dir. Sehr du schön. Machst jetzt den Abbinder hier. Ja, ich werde das Letzte vor dem Feierabend. Ja, das Beste zum Schluss. Ja, vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.